Blutiger Streit nur wenige hundert Meter entfernt von meinem Livestream gestern Abend. Zu welcher Uhrzeit? Genau zu der Zeit des Livestreams. Wir waren also, wenn du es gesehen hast, quasi am nächsten dran am Ort des Geschehens. Es gab wieder eine blutige Auseinandersetzung in dem berüchtigten Görlitzer Park. Deutschlands schlimmstem und übelstem Gewalt- und Drogenpark. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir schauen uns nochmal an, wo wir gestern Abend gewesen sind. Wir waren hier auf dem Oranienplatz, das Ende des Dykmarsches, der Demonstration, wo es anti-israelische Proteste gab. Es gab insgesamt 28 Festnahmen, hat die Polizei inzwischen mitgeteilt. Ich bin dann nach Ende des Livestreams ungefähr 21.50 Uhr Richtung Cottbusser Tor gelaufen. Das ist hier da, wo der Kreisel ist, also quasi, wenn man Richtung Süden läuft. Die andere eingezeichnete Route, sie geht in den Görlitzer Park, gerade einmal 1,3 Kilometer die Straße herunter, hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Und es gab hier wieder eine Auseinandersetzung, wie aus dem Lehrbuch für den Görlitzer Park, es ist hier bezeichnet. Schauen wir einmal, was die BZ Berlin hier zu berichten hat. Blutiger Streit im Görlitzer Park sorgt für Polizei-Großeinsatz. Und ihr habt bei mir im Stream gesehen, wie die ganze Polizei auf einmal abmarschiert ist. Es gab hier wieder gegen Freitag 22 Uhr, also ich habe ungefähr 21.50 Uhr meinen Stream beendet und bin Richtung Cottbusser Tor gelaufen. Das war ungefähr genau die Zeit. Es wurde hier mit einem Großaufgebot um den Görlitzer Park herum fast alles abgeriegelt, was man abriegeln könnte. Vermutlich gehen die Täter wieder aus dem Drogenmilieu hervor, so wie das inzwischen Standard ist im Görlitzer Park. Mindestens zwei Personen haben Stich- und Schnittverletzungen erlitten durch Messer oder abgeschlagene Flaschen. Das ist Gegenstand der Ermittlungen. Hier könnt ihr mal sehen, hier wird jemand verhaftet. Es wurden dann auch natürlich Spuren gesichert, die Blutspuren. Und es gab am frühen Morgen gleich noch eine Messerattacke. In der Nähe des Görlitzer Parkes ist der Spreewaldplatz. Um 6 Uhr morgen gab es hier wieder eine Auseinandersetzung und eine Stichverletzung. Ob diese Taten im Zusammenhang miteinander stehen, ist hier noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei, sie hält sich hier bedeckt, so wie man das quasi immer tut, weil man einfach nicht mehr Herr der Lage ist. Und weil dem Ganzen natürlich noch nicht genug ist, gestern Abend 20, 30 Minuten vor dem Livestream gab es noch Schussgeräusche in Berlin. Ein Radfahrer hat auf der Kreuzung der Kniebrodestraße in Berlin-Kreuzberg gegen 21.20 Uhr Schüsse wahrgenommen. Danach ist er dann erstmal davongefahren, bevor er die Polizei informiert hat. Er war schon in Prenzlauer Berg, als er dann erst die Polizei informiert hatte. Die Polizei hat aber allerdings den Schützen hier ausfindig machen können. Ein 55-jähriger Mann wurde verhaftet. Die Staatsanwaltschaft hat auch Haftbefehle beantragt. Bei der Durchsuchung der Wohnung haben sie mehrere Schreckschuss- und Luftdruckpistolen, Munition, ein Elektroschockgerät gefunden. Alles wurde beschlagnahmt und sichergestellt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann allerdings wieder entlassen. Somit ist aus dem Haftbefehl, der beantragt wurde, leider keine Untersuchungshaft geworden. Bis 22 Uhr war diese Kniebrodestraße in Berlin-Kreuzberg für den Verkehr und die Buslinie 200 gesperrt. Ein Fachkommissariat ermittelt jetzt. Und hier ist mal wieder der Klassiker in Berlin, Freitagabend. Es eskaliert einfach überall. Immer wieder Görlitzer Park, immer wieder Drogengewalt im Görlitzer Park. Ihr habt es vielleicht gesehen, Björn Banane und Weichreiter TV waren die Woche im Görlitzer Park, aber wie sie da rumgelaufen sind mit ihrem Handy auf dem Stream, so findet man nicht das, was man finden möchte im Görlitzer Park. Wenn man die Drogendealer bei der Arbeit beobachten möchte, dann fährt man mit versteckter Kamera, mit einem Cityroller oder mit einem Fahrrad einfach 3-4 Runden im Park und schaut sich danach die Aufnahmen an. Meistens hat man dann mehrere Geschäfte hier abgewickelt. Und weil auch immer wieder die Leute fragen, warum denn eine örtliche Verteilung hier stattfindet, also im Görlitzer Park ist es immer das ein und dasselbe Klientel von einem bestimmten Kontinent. Es kommen sich da quasi mehrere Kulturen nicht in die Quere. Das liegt daran, weil man sich diese Verkaufszonen in Berlin inzwischen aufgeteilt hat. Es gibt gegenüber des Görlitzer Parks noch den Lausitzer Platz, relativ klein. Dort sind ganz andere junge Männer von einem anderen Kontinent, die sich dort aufhalten und versammeln zum Verkaufen. Verkauft wird allerdings auch an den ganzen U-Bahn-Stationen. Es ist schon fast unmöglich, wenn man dort durchläuft, dass man nicht mindestens einmal angesprochen wird.
Allerdings, wenn man wie Björn Banane und Weichreiter dann mit der Streamkamera so offensiv da durchläuft, dann wird man selbstverständlich nicht angesprochen. Die ewige Diskussion für den Zaun um den Görlitzer Park, sie wird uns noch lange begleiten, denn das wird das Problem weder lösen, noch wird es irgendetwas befrieden. Es geht dann einfach außerhalb des Parks weiter. Die ganzen Gewaltdelikte, ihr müsst da mal, am besten ihr schaut es euch nicht an in Berlin, aber es ist der Schmelztiegel der Kulturen. Wenn man 20 Jahre lang weggeschaut hat bei der Integrationspolitik, dann sieht man am Görlitzer Park ganz exemplarisch, was daraus wird. Das hat auch nichts damit zu tun, dass junge Männer benachteiligt sind. Sie kommen hierher, sie kriegen Obdach, sie kriegen Taschengeld, sie kriegen alles, sie kriegen kostenlose Bildung, sie kriegen in einem der wirtschaftlich stärksten Länder des Westens alle Möglichkeiten an die Hand. Aber sie denken, der goldene Löffel, er fliegt von alleine in den Mund. Allerdings muss man dafür in diesem Lande noch etwas tun. Deswegen müssen wir alle unsere Brötchen irgendwie verdienen. Die wenigsten können sich auf ihrer faulen Haut ausruhen, beziehungsweise die meisten haben dann in der Vergangenheit schon was geleistet. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie findest du hier wieder Görlitzer Park, Berlin? Es ist der Klassiker. Eigentlich könnte man einen eigenen Polizeinewsletter für den Görlitzer Park inzwischen anlegen. Es wäre mal sensationell, wenn da täglich dann berichtet wird, was denn alles so verkauft wurde, hier und da und so und oben und unten. Aber wir schauen lieber weg, machen ab und zu ein paar Kontrollen. Das wird die Ursachen des Problems niemals lösen. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram oder X. Bleibst du immer auf dem Laufenden, auch mit den unzensierten Bildern, die ich dir manchmal hier nicht zeigen darf. Ansonsten bin ich gespannt, wie du das Ganze siehst. Hast du den Görlitzer Park eigentlich schon mal von innen gesehen? Warst du schon mal in Berlin? Hast du ihn schon besucht? Nein? Berlin ist immer eine Reise wert. Ist nur die Frage, was man sich anschaut. Damit sage ich ciao, bis bald.